Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Ich bin heute 30 Jahre alt geworden und ich habe mich sehr, 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 sehr auf meinen 30. Geburtstag gefreut. Das ist für mich ist es jetzt so ein Wendepunkt, leitet eine neue Ära ein. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Ich habe in anderthalb Wochen eine große Geburtstagsparty mit den wichtigsten Menschen in meinem Leben. Die werden alle da sein, an einem Tag, an einem Ort. Und da freue ich mich einfach sehr drauf. Da geht mir das Herz auf. Und wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich mir seit einigen Jahren zum Geburtstag und auch zu Weihnachten Dinge selbst schenke. Und dieses Jahr zu meinem Geburtstag habe ich mir genau zwei Sachen selbst geschenkt. Und eine dieser Sachen, die möchte ich euch heute gerne zeigen. Ich habe mir nämlich den Traum von einem Huckepack erfüllt. Ich liebe ihn einfach so, so sehr. Guckt mal einfach, wie optisch wir genial zueinander passen, bitte. Bisschen was zur Vorgeschichte, warum ich mich überhaupt für den Huckepack angefangen habe zu interessieren. Ich bin ja jetzt doch seit einigen Monaten durch meinen Job auch öfter mal außer Haus. Das war ja vorher nicht so, aber jetzt gebe ich ja auch einfach Meditationskurse und Vorträge und bin auch einmal die Woche in der Grundschule und ich brauchte einfach irgendwas für meine Sachen. Die Rucksäcke, die ich hier zu Hause habe, die sich so in den letzten Jahren angesammelt habe, sind entweder zu klein oder es sind diese sportlichen Rucksäcke, die einfach nicht mehr zu mir passen. Es ist einfach nicht Ausdruck meiner Persönlichkeit, überhaupt nicht mehr. Und bin dann jetzt so in letzter Zeit halt, ich habe immer irgendwas anderes genommen von den Rucksäcken und Taschen, die ich zu Hause habe, weil nichts irgendwie richtig gepasst hat. Da bin ich irgendwann mit diesen, keine Ahnung, riesen Einkaufstüten losgezogen. Ging irgendwie gar nicht mehr. Und dann habe ich bei Instagram den Huckepack gesehen. Ich glaube, ich habe ihn auch als erstes in diesem wunderschönen Gelb gesehen, was leider gar nicht so in der Kamera rüberkommt. Das ist ein echt ganz, ganz tolles Gelb und habe mich sofort in den verliebt. Den gibt es auch noch in ganz vielen tollen anderen Farben. In Blau, in Grün, in Rot, in Schwarz, ich glaube auch in einem Braun. Aber für mich musste es einfach dieses Gelb sein. Das war von Anfang an für mich klar, dass es nur dieser Huckepack sein konnte. Während ich hier so quatsche, zeige ich euch den mal ein bisschen noch. Der ist hier hinten super schön gepolstert, weil manchmal habe ich halt echt viele Bücher, die ich mitnehmen muss. Und ich bin sowieso ein Mensch, der schon immer Probleme mit seinem Rücken hat. Deswegen finde ich das so, so schön. Der ist hier hinten ganz toll, wunderschön weich gepolstert und hier oben auch nochmal. Und ihr seht hier schon, dass man die Träger ganz toll verstellen kann. Denn theoretisch könnte diesen Huckepack auch Vincent tragen. Ich kann den so einstellen, dass den Vince auch tragen kann. Und da kommen wir schon zu der wunderschönen Entstehungsgeschichte vom Huckepack. Denn das Ganze war so, dass sich die Tochter, glaube ich, eines Paares, ne, da stand der Schuleintritt bevor, so wie bei uns nächstes Jahr auch, und ihr haben diese normalen Schulranzen einfach nicht gefallen. Das ist bei mir persönlich auch der Fall, dass diese Schulranzen, die es aktuell für Jungs in meinem Fall gibt, mir einfach nicht so gut gefallen. Die meisten sind blau-grün oder schwarz mit Autos oder Fußballern. Ja, also wenn dein Kind ein bisschen individueller ist, hast du halt ein echtes Problem. Und da wollten sich die Eltern dieses Kindes aber nicht geschlagen geben und sie wollte halt unbedingt einen gelben Schulranzen. Also haben sie ihr einen gelben Schulranzen fertigen lassen. Wie genial ist das denn? Und im Grunde ist das jetzt die Weiterentwicklung dieses gelben Schulranzens, den ich jetzt hier habe. Und weil ich tatsächlich überlege, ob das auch was ist für Vincent nächstes Jahr, habe ich schon mal was Kleines für ihn mit zugeschickt bekommen mit meinem Huckepack. Und zwar eine Federmappe. Ich habe Vince vorher gefragt, ob grün oder blau, und er hat sich für blau entschieden. Und die ist auch so wunderschön weich. Also es ist wirklich ganz, ganz tolles, eine ganz, ganz tolle Verarbeitung, ganz, ganz tolles Material. Das Leder ist so, so, so schön weich. Und da beginnt jetzt bei Vince auch schon so langsam die Vorfreude auf die Schule. Aber kommen wir mal zu meinem wunderschönen Huckepack zurück.
Der Huckepack ist halt wirklich ein Schulranzen aus Leder. Der ist richtig schön verarbeitet. Das ist richtig schön, den auch einfach anzufassen. Und das Schöne ist, dass halt wirklich keine Aufdrucke drauf sind, wie halt auf irgendwelchen anderen Ranzen oder ne, wie auch auf anderen Rucksäcken für Erwachsene jetzt. Weil, ja, so ist das halt für mich persönlich viel, viel individueller. Der ist aus natürlich gegerbtem Leder. Das heißt, der ist zu 100% lokal und von Hand gefertigt. Das ist halt auch nochmal ein super schönes Detail, dass ich ganz genau weiß, wo der halt herkommt und wie die Geschichte halt einfach auch vom Huckepack ist. Und ich habe euch schon die Rückpolsterung gezeigt, die ergonomische. Und kann man halt, wie gesagt, auf meinen Rücken anpassen, aber auch in wenigen Schritten auch an den Rücken von Vince anpassen lassen. Und ich mache den jetzt hier vorne mal auf. Ich mache mal die Klappe auf. So, und dann hat man ganz klassisch zwei Fächer. Hier vorne ein größeres Fach, ne? Hier ist dann auch ein Stoffanteil. Und hier hinten ist dann das größere Fach, wo auch nochmal ein weiterer Riemen übrigens drin ist. Und ich habe eben mal den zweiten Gurt befestigt. Und zwar sind da hier die passenden Gegenstücke dazu. Und dann macht man den auf der anderen Seite eben auch fest. Und dann kann man den auch wie eine Tasche über der Schulter tragen. Hat also so viele Möglichkeiten hier auch wieder von der Länge halt einstellbar und kann den halt auch wie eine Tasche über der Schulter tragen. Also so, so unglaublich toll, individuell. Und dann hat man hier auch nochmal eine Tasche, was ich immer ganz wichtig finde. Hier kämen bei mir dann zum Beispiel die wichtigen Sachen rein, die nicht verloren gehen sollten oder so Kleinkramzeug. Und dann kann ich hier halt wunderbar, wenn ich zu Vorträgen fahre, wenn ich in die Schule fahre, meine Bücher, meine Utensilien halt alles hier reinpacken und setze aber tatsächlich noch ein Fashion Statement damit, wenn ich unterwegs bin. Das passt dann halt endlich auch zu meiner Persönlichkeit, wie ich unterwegs bin und in was ich meine Sachen transportiere, weil so wirst du ja auch wahrgenommen. Ich werde hier von den Schülern auch wahrgenommen mit meiner ollen Tasche, mit der ich sonst angekommen bin und jetzt halt mit dem tollen Huckepack oder wenn ich zu Vorträgen oder Kursen gekommen bin. Hier an der Seite hat man auch nochmal zwei Taschen. Hier und auf der anderen Seite ist die auch nochmal. Und wie gesagt, in wenigen Schritten kann man hier halt die Gurte so umstellen, dass der auch Vince passen würde. Und damit werde ich mich jetzt auch im nächsten halben Jahr beschäftigen und mit ihm auseinandersetzen, ob das eine Möglichkeit für ihn ist oder nicht. Ich bin jetzt schon mega zufrieden. Man hat übrigens auch noch so einen Verschlussgurt, so einen zusätzlichen, der die beiden nochmal miteinander verbindet. Also es ist wirklich sehr, sehr angenehm zu tragen. Das hier ist auch super stabil. Manchmal trage ich den auch einfach so. Ist wirklich sehr schön. Genau, und werde mich jetzt damit auseinandersetzen, ob das halt für Vince eine Alternative ist. Ich habe dann auch noch ein zweites Schulkind. Und für mich ist es aber wirklich der perfekte Begleiter für unterwegs, egal wohin es dann geht. Und ja, ich bin einfach so... Ich bin so froh, dass ich mir diesen Traum von meinem eigenen Huckepack tatsächlich erfüllt habe und den jetzt mein eigen nennen kann. Und oh, wie wunderschön wir zusammen matchen. Es ist einfach nur ein Träumchen. Und man packt seine Sachen gleich viel, viel motivierter und hat viel, viel mehr Freude daran. Kennt ihr das so, wenn ihr da so ein tolles neues Teil habt, was ihr einfach so abgöttisch liebt? Ich verlinke euch mal unten in der Infobox die Seite vom Huckepack. Die sind noch auf Instagram und wo man den bestellen kann. Und ich hatte hier so einen Flyer dabei, wo auch ein Rabattcode drauf ist, habe ich gerade gesehen. Und zwar sichere dir 50 Euro fürs Teilen und je 10 Euro für Like und Follow, wenn man denen auf Facebook und Instagram folgt. Das schreibe ich euch unten einfach auch nochmal mit in die Infobox. Und vielleicht ist das ja wirklich eine Idee für euch jetzt noch fürs kommende Weihnachtsfest, ein hochwertiges, sehr individuelles, schönes Weihnachtsgeschenk, egal ob jetzt für einen Erwachsenen oder für ein Kind, euch den Huckepack wirklich mal anzusehen, weil es halt auch lokal und handgefertigt ist. Und sowas sollte man viel, viel mehr in unserer heutigen Zeit einfach
fördern und fordern. Hier sieht man den übrigens auch nochmal in Rot. Ich hatte tatsächlich dann zwischenzeitlich geliebäugelt, ne, weil der Rote halt auch sehr geil ist. Aber ich hatte mich von Anfang an einfach in den Gelben verliebt und deswegen ist es dann auch natürlich der Gelbe geworden. Passt halt auch mega zu meinem grauen Mantel und so. Es stimmt halt einfach von vorne bis hinten. Ich liebe ihn sehr. Das ist eines meiner Geburtstagsgeschenke, die ich mir selbst gemacht habe. Und jetzt könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so mein Geburtstagsgeschenk zu meinem 30. findet. Ob das auch etwas für euch und eure Kinder wäre. Und schaut es euch gerne mal als mögliches Weihnachtsgeschenk näher an. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!